Privacy by Design, Privacy by Default ist eine Thematik. Wenn ihr euch eben an das Newsletter erinnert, wo ich gesagt habe, das darf nicht vorangeklickt sein, das ist unter anderem ein Bereich, der da reinfällt, und zwar Privacy by Design. Ja, die Verarbeitungstätigkeiten müssen schon so konzipiert sein, um ein hohes Maß an Datenschutz zu gewährleisten. Also das heißt, wenn ihr mit eurem Datenschützer einen Prozess durchsprecht zum Datenschutz, dann solltet ihr das so besprechen, dass schon, ja, by Design dieser Prozess ein hohes Maß an Datenschutz gewährleistet. Und Privacy by Default, ja, Voreinstellung von Systemen, dass es schon datenschutzfreundlich ist. Ne? Auf den Homepage-Einstellungen, zum Beispiel die Cookies, ne, automatisch sind alle aus und man muss es halt genehmigen, aktiv genehmigen. Newsletter muss man aktiv genehmigen, zum Beispiel. Oder wenn jetzt jemand einen Drucker oder Scanner bedient, dass eine Abfragemöglichkeit da ist. Also, dass man nicht durch ein Fehlverhalten das direkt schon weiterleitet. Ne? Also dann direkt bei Default ist datenschutztechnisch, softwaretechnisch so einzustellen, dass dann keine Fehler passieren.